Soddele, moin moin und herzlich willkommen hier unten zu einem neuen, schliegen, ruhigen, entspannenden Angezockt hier auf dem Kanal. Die Folge, die wir hier jetzt zusammen zocken, wird auch zeitgleich auf dem Ederak-Kanal erscheinen, ja, also erste Folge ist gleich. Aber hier ist es nur ein Angezockt und auf dem Ederak-Kanal ist es dann ein LP, da mache ich dann auch weiter, ja. Also wenn dir das hier gefällt, kannst du auch auf den Ederak-Kanal, der ist unten verlinkt in der Beschreibung. Und ja, würde ich einfach mal sagen, starten wir mal hier die Szenarien. Builders of Greece, man kennt's, Caesar-Style, Pharao-Style, ne? Wir bauen halt was auf hier. Neue Anfänge demnächst. Dann gucken wir mal, wie viel da noch kommt. Das Spiel soll, glaube ich, heute erscheinen, ne? Heute, gestern? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber schauen wir mal. Neue Anfänge. Lassen wir mal weniger Hinweise, weil wir sind ja schon geübt in solchen Sachen, ne? Jederzeit können Sie Einzelheiten über die Wirtschaft, Bevölkerung und Ökonomie Ihrer Polis einsehen. Aber diese Informationen finden Sie im Statistikpanel. Warum ist die Musik wieder so laut? Ich habe sie gerade extra runtergestellt. The island is already visible on the horizon. Geil. And after such a long voyage, it is good to finally feel the solid land. Ich liebe es jetzt schon. Fertile soils, virgin forests teeming with game. Rich deposits of raw materials and an azure ocean so abundant with fish they almost swim into the nets themselves. It is not an island, but an untouched paradise bathed in the sun, our new home. Exhausted by war, people have entrusted their future to your hands. Now it is up to you to build and rule a great polis where everybody will want to live. However, you will not face this challenge alone. Mm-hmm. I will oversee everything and provide you with guidance. Natürlich. And if doubts arise, you can always seek help from the archives with scrolls written by the most illustrious kings. Das ist eine große Karte hier, ey. Bauen Sie Ihre Agora. Okay. Ah, sieht das geil aus, oder sieht das geil aus, ey? Ich meine, klar, das hier ist neu, ne? Caesar 3 ist, glaube ich, von 98 oder 99. Das kann auf keinen Fall mehr damit mithalten, ne? Aber trotzdem, geil. Einfach nur geil. Hier sind die Schiffchen. Wo ist die Agora? Was ist das da? Das scheint auch irgendwas zu sein. Verwaltungsgebäude. Die Agora. Kann ich die hier hinsetzen? Theoretisch ja, praktisch nein. Okay, mit R drehen wir. Dann mach sie mal so rum. Hätte ich sie gerne so hier hingesetzt. The captain has already departed for the neighboring polis to establish contact with them. And the people do not know what to do. However, they long for a bustling city center. So you should promptly designate the place where the heart of your polis, the agora, will be erected. Aber die haben noch gar nicht. Do you hear the buzz, conversations and laughter? People are looking into the future with hope, anticipating a fresh start in this place. Ja, klar, die wollen Häuser, however, ne? They do not wish to spend many nights in the agora. Komm, du kannst sogar ganz ranzoomen, we must build homes for das? The people and take care of their basic needs. Mwah. The supplies geil. We brought with us on board are dwindling quickly. Sehr schön. Bauen Sie, was ist das? Tetenhäuschen. Okay, das sind die hier, ne? Ne, ist ein Lager. Dann haben wir Straßen hier. Geh mal wieder ein bisschen weiter weg, ja. Kann ich das... Wo geht das schnell, du? So, jetzt kommt wieder die gute alte Schachbrettmustertechnik zum Einsatz. Wir kennen sie. Jeder von uns kennt sie. Aha. Ach, ich liebe es jetzt schon. Ich liebe es jetzt schon. Wohngebäude. Tetenhäuschen. Drei Stück. Was brauchen die hier? Was ist das? Da fehlt irgendwas. Das hier kommt dann die Straße. Eins. Zwei. Drei. So. Fertig. Sehr schön. Wir müssen Häuser für die Menschen bauen und für ihre Grundbedürfnisse sorgen. Die Vorräte, die wir an Bord gebracht haben, schwinden schnell dahin. Da oben blinkt auch irgendwas. Das scheinen Steine zu sein oder so. Ach, 10 Stück sollen wir bauen, nicht 3. Okay, jede pennt wieder. Pass mal auf, dann machen wir hier noch. Bam, bam, bam. 4. 5. Und dann auf der anderen Seite. So.
1, 2, 3, 4 und 5. Mal gucken, ob die sich auch aufwerten. Dann so à la Cäsar. Das würde mich interessieren. Hin hier. Sehr schön, da haben wir die Häuschen. Super. Eine Holzfällerhütte, ein Steinbruch, eine Fischerhütte oder Jagdhütte. Okay, fangen wir mal an. Produktionsgebäude. Holzfällerhütte. 100%. Guck mal, hier ist viel Wald. Kann er doch hier machen, ne? Geht das so? 98. Setzen wir ihn hier hin. Er freut sich. So, Holz kriegen wir. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Gebäude einfach buff da stehen und nicht, nicht Stück für Stück gebaut werden, ne? So, Fischerhütte. Die muss ja logischerweise hier unten irgendwo hin, würde ich mal behaupten. Da baue ich aber mal direkt zwei. Sicher ist sicher. So, und der Steinbruch noch. Den könnten wir hier oben hinsetzen, ne? So. Oder hier auf die Ecke? Setzen wir mal hier auf die Ecke, gucken, was er da rauskriegt. With the population growing, you need to construct more homes and begin to craft basic utensils. Fortunately, there are many rich clay deposits nearby, which we can use to produce pottery. Plantage und Bewässerung, okay. Wurden neue Gebäude freigeschaltet. Ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune. So, was sollen wir denn bauen? Erreichen Sie eine Bevölkerung von 80, Täten 67 von 80. Eine Lehmgrube und eine keramische Werkstatt. Jagdhütte, Steinbruch, Lehmgrube. Dafür brauchen wir wieder 80 Täten. Das heißt, wir müssen mehr Häuser bauen. Die können wir mal direkt wunderbar hier dran setzen. Ist richtig rum, ne? Jo. Können wir jetzt 70... Ich weiß nicht, wie viele da drin wohnen können. Gleichgültig 12... 0 von 8. Das heißt, 3 mal 8 sind 24. Dann sollte es eigentlich passen. Warten wir mal ab, bis wir die 80 Leute haben. Und dann können wir weiterschauen. Oh, schön, ne? Guck mal. Die Musik. Das kristallklare blaue Wasser. Die Fischer hier. Ist das nicht geil? So, wenn die jetzt noch losfahren... Da kommen sie an. Aber ich glaube, die sitzen nur hier, ne? Schade. Wäre cool, wenn die jetzt irgendwie mit ihrem Bötchen hier rausfahren würden, hier hin. Und einfach da so ein bisschen angeln, ne? Wäre schon cool. Guck mal auch mal hier, wie das spiegelt, ne? Wie das glänzt und alles. Er ist richtig cool gemacht. Also, vom Grafischen her muss ich sagen, mega. Gefällt mir super. Super, super, super. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, da haben wir die schon mal. Jetzt müsste eigentlich die Lehmgrube freigeschaltet sein. Schauen wir doch mal nach. Was haben wir denn hier? Das sind Dienstleistungsgebäude, Läsche, in dem die Bürgerinnen und Bürger essen und sich ausruhen können, um mit voller Kraft an die Arbeit zurückzukehren. Okay, ich lasse das jetzt mal alles stehen, ja, und das werden wir dann erst bauen. Hier war doch Lehm, oder? Guck mal, da ist Lehm. Kann ich die hier hinbauen? Geht das so? So kann ich die hier hinbauen, ne? Das müsste Lehm sein. Bauen wir sie mal hier hin. Gucken wir mal. So, ja, das müsste Lehm sein. Unendlich! Mhm. Sehr gut. Wunderbar. Die keramische Werkstatt ist jetzt hier. Sehr schön. Kann man so wunderbar auf die Ecke stellen. Die Masters of Ceramics haben begonnen, ihre Kreationen an die Bürger zu verkaufen. However, many gaze at them with disappointment, since the jugs and cups are filled with water, not the drink of the gods. Was? We must change this by providing the people with wine. This will keep them dreaming of even greater prosperity. And a happy people is a hard-working people.
sehr schön. So, bauen Sie eine Noria. Weinrebenplantage, Weinrebenfeld, Weinkellerei. Was zum Teufel? Ach, Noria ist, glaube ich, Wasser hier, ne? Noria. Ein Wasserrad für die Bewässerung der Felder in sonnenverbrannten Gebieten kann nur Noria sicherstellen, dass die Plantagen ausreichend mit Wasser versorgt werden. Ich glaube, ich weiß, woher ich das kenne. Von, wie heißt das? Anno 1404 war es, glaube ich, ne? Wo man in den Wüsteninseln war. Da brauchtest du auch eine Noria. So, das ist ein Marktplatz, den haben wir noch nicht. Aber wo kann ich die hinsetzen? Ach, die braucht Keramik. Okay, und dann kann ich die hinsetzen, wo ich will. Dann sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir irgendwie hier hochgehen und hier oben die Weinreben und so weiter machen. Wäre, glaube ich, ganz gut. Uiuiuiuiui, du. Gucken wir mal. Was sind das denn? So. Ja, ja, das ist. Der braucht jetzt erstmal seinen ersten Lehm hier, damit er die Karaffen machen kann. Die Gefäße und so weiter. Oh, ist das schön. Ich liebe es, ne? Ich liebe es. Wie habe ich solche Spiele vermisst? Einfach nur geil. Das Gewusel. Dann noch ein bisschen der geschichtliche Hintergrund, ne? Wie jetzt hier Griechenland und so. Einfach nur geil. Einfach nur geil. So, du kriegst keinen Lehm hier oder was? Aber ihr macht doch Lehm. Würdest du dir den mal holen? Der schleppt den wieder hier hoch. Glaube ich, der Erste, der jetzt ankommt. Können wir das ein bisschen schneller machen? So, machen wir es mal auf mittlere Geschwindigkeit. Weil der natürlich da ganz oben hin karrt, Da kommt der Nächste. Ah, der bringt Fische. Okay. Drei Stück. Denn damit aber jetzt sehen wir, wo er die hinbringt. Ah, verstehe. Verstehe. Pass auf. Die Agora hier ist der Dreh- und Angelpunkt, ne? Ich denke mal, es ist so, dass die Lehmgrube jetzt hier ihren Lehm nicht direkt zu ihm bringt, zur keramischen Werkstatt, sondern zur Agora. Und der Typ aus der keramischen Werkstatt läuft zur Agora, kauft sich den Lehm und macht daraus jetzt hier dann Keramik, ne? So, 1-0, pass mal auf. Siehst du, der müsste hier fahren. Der hat aber nichts. Muss erstmal brennen hier, ne? Genau. Guck, da macht er. Sehr gut, pass mal auf. Genauso müsste das eigentlich sein. Schauen wir mal gerade hin. Bin gespannt. Bing, da haben wir einen. Könnte ich jetzt schon das Wasser bauen? Nein, weil es ist noch da und nicht zur Agora gebracht. Siehst du? Dann müssen wir warten, bis der das da hinbringt. Sehr schön, sehr schön. Wir könnten ja schon mal die Straße bauen. Kostet die Geld. Kostet Steine, aber Steine haben wir einige. Da komme ich nicht hoch. Ich würde halt gerne hier so lang gehen. Dahin. Dankeschön. Und dann hier hoch. Ah, perfekt. So. Wunderbar. Dann können wir da oben dann das mit dem Wein machen. Wie sieht's aus? Jetzt können wir sie auch bauen. Siehst du? So. Ich kann die hier so hinsetzen. Oh, das ist alles voll mit Eisenerzen so. Dann machen wir mal den hier. So, Weinrebenplantage. Wo haben wir das denn? Das sind Straßen, Produktionsgebäude, Weinrebenplantage. Groß, klein. Ah, die kann ganz schön groß sein, du. Wie man sieht. Besser in die Richtung hier. So. Da muss die natürlich noch vergrößert werden. Was fehlt der jetzt? Ah, verstehe. 0 von 6. Okay, das ist natürlich geil. Von Anno übernommen, wa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Genau das Richtige für mich. Alles schön quadratisch, praktisch gut. Und jetzt brauchen wir noch die Weinkellerei. Die können wir eigentlich hier nebenstellen.
We have filled the first jugs with wine. It's time to create a place where our citizens can rest. Guck mal, wie schön er dann rumstapft. Every treasure needs its defenders. For our people, this piece of land is like a dream paradise. A paradise we cannot afford to lose. We need a trained army to protect it. Ja, auf jeden Fall. Also, wir müssen eine Lesche und eine Kaserne bauen. Okay, nice. Oh, sehr schön, sehr schön. Fischerhütte, was ist denn eine Lesche? Mal gucken. Ein Treffpunkt, an dem die Bürgerinnen und Bürger essen und sich ausruhen können. Okay, das ist ja perfekt. Könnte man eigentlich hier so auf die Ecke stellen. So. Ach, wie schön. Hast du gesehen? Überall grüne Zahlen. Geht's ihnen gut. Und jetzt wieder noch eine Kaserne, ne? Stellen wir die hier hin oder hier? Wir stellen die mal hier auf die Ecke. May Ares help us. Was? Gefahr droht am Horizon. And fishermen report that battle songs fly over the calm sea all the way to the shore. Okay, aber wir haben we ja noch überhaupt nichts. Prepare for the worst. Do not delay. Begin recruitment. Ja, wie mache ich das? Hier plus oder was? Ah, Infanterie. Okay. Psilos. Das ist eine grundlegende Nahkampfeinheit, die mit der notwendigen Ausrüstung für den Nahkampf ausgestattet ist. Machen wir 5 Stück. Gucken, die anderen können wir eh noch nicht. Da haben wir ja noch keine Waffen für freigeschaltet und so, ne? Schau mal. Benötigt Bogenschießplatz. In der Demo nicht verfügbar. Okay. So, dann muss ich mal gucken, wann und wie das Ganze freigeschaltet wird und ob ich mit dem Key, den ich hier zur Verfügung gestellt bekommen habe, überhaupt weitermachen kann. Oder ob das wirklich nur die Demo ist, ne? Weil, dann muss ich mir nochmal selber kaufen. Aber das ist ja kein Problem. Ja, aha, da kommen sie. Da kommen sie, die Lümmels. Piraten! Das sind Griechen, keine Römer, ne? Sonst würde ich jetzt sagen, Ömer, Ömer! Ach, schön. Das heißt, die landen hier irgendwo. Dann müssten wir hier hoch. Wir wollen bestimmt unseren Wein plündern, die Säcke. Seid ihr fertig? Rechtsklick, ganz easy. Links anklicken. Rechtsklick. The strangers have landed on the shore. Kannst du sie? And they do not seem friendly. We must protect our people and our wealth at all costs. Ja, order auf jeden Fall. Troops to confront the enemies. Machen wir. Die Frage ist nur, wie weit kommen wir mit den Typen? Die haben ja nichts. Wir haben Lendenschutz, ein Holzschild und keine Ahnung, was das ist. Krieg! Greif sie an! Auf geht's! Angriff hier! Hallo? Ich sehe nichts voll auf da. Schaffen wir das? Ah, sollten wir. Ja. Apparently your ancestors were battle-hardened warriors. Our people faced adversaries. Erbittert um ihre Häuser und Familien. Lauter Jubel war in ihrer Polis zu hören, als der letzte Feind zu Boden fiel. The dust of battle still hung in the air, when the enemy ship was already a speck on the distant horizon. We still have a long way to go to match the greatest. But our citizens continually dream of a growing prosperity and are eager to make the effort. They ask for the expansion of the Agora to consecrate the moment of great changes with a new jewel in our land. Können wir sie aufwerten? Verbessern Sie Gebäude Agora, Agora zur 2. Stufe. Okay, wie macht man das denn? 10 Fleisch, schmeiß mich weg. Ich will auch die Soldaten hier nicht mehr drin haben. Mal zu. So. Okay, jetzt hier kann ich die irgendwie. Sie haben 10 Werkzeuge, bla 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 bla. Rohstoffe, landwirtschaftliche Materialien, fertige Produkte. Wir haben 0 Wein. Na toll, der wird direkt gesoffen, ne? So, wo tun wir das denn? Zerstörungsmodus? Nein. Einheitenverwaltungsmodus? Nein. Straßen, Verwaltungsgebäude, Lager, Marktplatz. Wo tut man die verbessern?
gerade am Überlegen und am Gucken. Doch nicht. Wenn dann hier. Ah, hier. So, oder was? Da haben wir noch nichts. Wir müssen gucken. Ach, da oben. Dicker, fetter Pfeil. Weißt du, Ede wieder am Suchen. All citizens are delighted with the new Agora. However, some of them started to express dissatisfaction regarding their own homes. You can modernize the houses and thereby grant the citizens a higher social status. The citizens' demands will grow, but in return, they will be able to undertake more prestigious jobs. Mhm. Bauen Sie ein Sägewerk. Gebäude, Tätenhäuschen auf Haus von Zeugiten verbessern, okay. So, Sägewerk, das war hier hinten irgendwo, ne? Fischerhütte. Da ist das Sägewerk. Setzen wir mal hier hin. Diese Gebäude hier nicht, ne? Die Leute da hinten nerven. Ich glaube, die kriegen schon die Krise wegen dem Holzfällerlager hier. Wahrscheinlich müssen wir später eh noch ein Eins irgendwo anders hinsetzen, weil sie halt dann keine Bäume mehr haben, ne? Da ist noch nix. Dim, 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 dim. 104 Täten haben wir. Keine Obdachlosen. Krank auch keiner. So, beträgt 60%. Steuern 0, Lebensqualität 0. Alles 0 hier. Voll die Nullen. Zu... Haben wir schon Holz. So, kann ich den hier jetzt auch aufwerten? Was braucht der denn? Fleisch, Wein, Bier. Was Gebäude aufsehen, gewähren Sie den Bewohnern Zugang zu Luxusgütern. Okay. Luxusgüter ist halt Wein und Co., ne? Was hat die hier? Die hat natürlich einen elendig weiten Weg, ne? Da müssen wir mal gucken, wer hier Luxusgüter hat. Wer hat denn schon Wein und Co.? Wahrscheinlich reicht das gar nicht. Keiner von denen hat irgendwas hier. Vielleicht kaufen die das über den Marktplatz, den ich gebaut habe. Aha, ermöglicht den Zugang zu Ressourcen, die Residenzen verwendet werden. Auf jeden Fall. Warum haben wir sowas nicht gebaut hier? Können wir die nicht hier reinbauen, so? Guck mal, wir setzen den mal hier hin. Bitteschön, dann könnt ihr hier einkaufen gehen. Da können sie nämlich auch das Zeug kaufen, siehst du? Hier wird alles hingeschleppt, oder? Schauen wir mal. Weil hier rüber kaufen sie ja offensichtlich nicht. Und da ist auch nichts drin. Ich weiß nicht, wo die sind. Essen haben sie alle. Aber kein Wein. Kein Wein, keine Keramik. Warum? Warum? Ach, schön. Das ist richtig angenehm, ne? Ich liebe so Spiele, weißt du? Du kannst richtig schön einfach so deine Gedanken fliegen lassen, ja, hinkreisen, kreisen fliegen, was auch immer, wohin du willst mit ihnen, ne? Und einfach ganz entspannt und ruhig hier sitzen und zugucken, wie die hier arbeiten. Moment, was ist das hier? Ach, Öllampen. Ich wollte erst sagen, das sieht aus wie eine Maus oder so. Ja, Mäusebefall, wa? Haus der Sophisten. Aha, dafür brauchen wir 30 Zeugiten, oder wie die Dinger heißen. 30 Ziegenhäuser brauchen wir. So, aber warum kriegen die jetzt nichts davon? Die Residenz ist zu 0% mit Wein versorgt. Ja, das sehe ich auch. Ich will wissen, wie die das kriegen. Läsche. 0% Durchschnitt. Also, die müssten dann da trinken, anscheinend. Oder kriegen die das selber? Den kann man noch nicht aufwerten. Das ist jetzt hier die Frage. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Und wie geht es weiter? Das würde mich mal interessieren. So, Fisch haben wir, Fleisch haben wir nicht. Wir haben Holz, wir haben Stein. Wenn er das Zeug hier rein, guck mal, er fährt ja da. So, der hat einen da drin. Er lädt ihn jetzt ab. Zack. Aber hier sind jetzt zwei drin. Okay, zwei Wein sind hier drin. Wer holt die denn jetzt? Wer holt den Wein?
muss das erstmal anlaufen hier, weil die halt so einen langen Weg haben. Er scheint was zu bringen. Jetzt dachte ich eigentlich, das wäre ganz cool, aber jetzt ist der Weg doch nicht mehr so cool, anscheinend. Wenn die so lang brauchen. 5, 9, ja, guck. Guck dir das mal an hier. Dauert ja ewig. Gut, war nicht so clever, die Wege lang zu machen. Aber du bist zu spät. An ihrer Position funktioniert nicht. Grundmangel an Materialien. Der hat doch Materialien, was erzählst du? Hat ihr Lagerlimit erreicht? Spiel wurde erfolgreich gespeichert. Okay, es wurde ein neues Gebäude freigeschaltet. Jo. Sehr gut, sehr gut. So. Da es jetzt anscheinend noch länger dauert, bin ich mal fies und sag für die Leute auf Edis Let's Plays, das war das Angezockt an dieser Stelle. Wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, komm auf den Edrak-Kanal. Ja, wie gesagt, verlinkt, auch auf der Startseite von uns hier. Und in diesem Sinne, wie immer, wenn es gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Und ich sage danke für deine Zeit.